Und weiter geht es mit einer wunderschönen Folge Palia. Und wir haben ja unser erstes Grundstück in der letzten Folge bekommen und sollen jetzt zu Gina und haben noch viele andere Sachen. Wir sind auch wieder zum Gastwirt und so. Also wir haben sehr viel zu tun, ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt in Sprint. Und ich habe auch jetzt gerade festgestellt, oben links haben wir ein Symbol mit dem Holz. Ich würde auch sagen, wir skillen Holz, fällen damit auch nach der Zeit und können dann wahrscheinlich die größten Bäume abholzen oder schneller. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das Ganze noch rausfinden, aber wir gehen erstmal zu ihr. Weil wir haben ja diese leuchtende Röhre. Und ich glaube, die könnte interessant für sie sein. Hier ist dieser Roboter mit. Ich weiß, der erinnert mich irgendwie an League of Legends, aber auch. Gab es nicht irgendwie so ein Film, wo auch so ein Roboter war? Ich weiß nicht, den habe ich nie gesehen, aber ich meine mal früher so eine Werbung gesehen zu haben. Hi. Hey Roy, schön dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Oh ja, und sowas von. Ich habe etwas gefunden, das interessieren könnte. Wirklich, was denn? Wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte, was? Röhrungsbatterie. Habe ich direkt einen Jackpot gefunden? Gib erstmal Cash. Kannst sie haben. Aber gib mir Cash. Okay, das waren die Energiequellen, die für die alten Menschen. Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Also gab es früher Menschen und sind die ausgestorben oder? Könntest du mir erstmal was erzählen? Und du sagst, du hast hier einen Haufen Müll gefunden. Ja. Glück. Na, dann ist definitiv mein Glückstag. Es könnte ein bisschen dauern, bis ich herausfinde, was das ist. Hast du gerade gesagt, oder nicht? Ich werde Ihnen einen Brief. Halt etwas. Okay. Alles klar. Ups, das habe ich außerdem übersprungen, aber ich krieg Pluspunkte bei dir. Okay, da hat mir gesagt, ich sollte hier das. Was? Sollte mir das mal ansehen. Aber ich war so in meinem Buch vertieft, dass ich es einfach vergessen habe. Oh, you've already left. Oh. Okay. Also, wir haben viel zu tun. Und oben ist ein Schlafsymbol. Heißt es, mit der Person können wir gar nicht sprechen, weil sie schläft? Aber das ist näher ran. Wir gehen einfach mal dahin. Dann finden wir es ja heraus. Anscheinend hier im Gasthaus, würde ich sagen, ne? Ist das Gasthaus? Rura ist auch da. Tatsächlich. Hier durch. Klauen können wir nichts, wollen wir auch nicht. Aber du hast auch eine Mission für mich. Get on with it. Ray nehme ich an. Oh ja. Du nicht so überrascht, weil ich deinen Namen kenne. Hey, relax. Ich weiß alles, was in dem Dorf vor sich geht. Auch wenn neue Leute auftauchen. Mein Name ist Hassian. Und meine Aufgabe ist es, die natürliche Ordnung der umliegenden Welt aufrechtzuerhalten. Also ein Beschützer. Sei gut zum Tal, dann werden auch wir uns gut verstehen. Okay, ich habe einen Brief erhalten. Ich habe deinen Brief erhalten. Aha. That was interesting. Oh nein, ich habe Speak your abgebrochen. business. Wollte das hier machen. Meinen was? Ach, diese vorwärmigen Briefe, die ich für das Rathaus unterschreiben sollte. Meine Mutter ist die Schmiedin der Stadt. Einen schlichten Bogen wie diesen ist leicht zu bekommen. Alles klar, ich würde sagen, quatschen jetzt nicht allzu viel. Das ist halt. Oh, wir haben auch einen Pluspunkt, weil ich das ein bisschen mit denen geschattet habe. Und hier kriegen wir irgendwelche Gegenstände. Geschenke. Ah, ein bisschen Schleim. Könnte nicht Try not to cause any trouble. verkehrt sein, bei ihnen ein bisschen zu Schleim. Wir haben ja auch einen Bogen bekommen, genau. Also eine Angel haben wir. Fischangel, okay. Scheint nicht schwer zu sein. Okay, in dieses Symbol dann und. Okay. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und den Bogen. Ich würde sagen, einfach zielen. Und schießen. Okay, dann wählen wir hier das Symbol aus. Ich will die Munition jetzt aber nicht verschwenden. Und was haben wir hier? Insekten können wir betäuben. Alles klar. Und dann können wir Insekten sammeln. Interessant. Sollten wir aber auch nicht mit ihm hier nochmal sprechen? Take a load off. Ja, ich genieße es. Aber das ist nur ein bisschen quatschen, das heißt ein bisschen Make the Pluspunkte most sammeln. of each day.
Okay, also. Hier hinten sollen wir hin. Da gibt es auch noch. Ah, das ist wieder Auni. Angeln. Okay. Und hier sollten wir auch hin. Alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal noch die nächste Mission an. Warte mal, kann ich das markieren? Hä? Bin ich vorhin ein Symbol? Bin verwirrt, dann gehen wir erstmal hier hin. Kann ich mir jetzt... Ach, Wegpunkt setzen. Aha. Gehen wir erstmal dahin, weil ich denke, dort wird der Wald sein, wo wir bestimmt auch erstmal Insekten sammeln sollen. Würde ich mal tippen. Und auch jagen. Weil auf eine Jagd hätte ich schon ziemlich Lust. Hier sind einige... Nina. Die denn hier? Aber wir müssen anscheinend nicht mit dir reden. Hier wird auch fleißig Material gesammelt. Wenn wir irgendwas Spezielles sehen, dann sammle ich natürlich was ein. Wie zum Beispiel Eisenerz hatten wir gesehen. Das können wir aber zu der Zeit noch nicht sammeln. Warte mal. Mach's einfach mal. So. Kann ich abbrechen? Okay, gut. Oh. Was mit dir? Ach, ein Insekt. Okay, dafür brauche ich so eine Rauchbombe. Mein erstes Tier, was ich erlegt habe. Tut mir leid. Ganz gerne den da hinten mitnehmen. Okay. Alles klar, nicht geschafft. Er zieht auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Kann schon nicht verkehrt sein, das mitzunehmen, aber wir machen jetzt erstmal hier weiter, ja? Nicht, dass ich meine ganze Munition noch verbrauche. Warte mal. Können wir den Fell und Äpfel ernten? Leider nicht. Leider nicht. Aber wir lernen hier was über Gartenbau, würde ich sagen, ne? Über Acker. Oh, ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Der scheint sympathisch zu sein. Ich bin Badru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Ah, Wortspieler. Ich habe schon erwähnt, dass ich ein Stand-Up-Comedian bin. Nee, aber das kann man so schon einschätzen. Ein bisschen Schleim erstmal. Kartoffeln sind am schlimmsten zu ernten. Die wachsen so niedrig, dass mir Rücken ruinieren. Kann ich dir bei helfen, Bro? Bist du richtig, wenn du dich für uns... Was? Wenn du dich für frische Ernte begeistern kannst? Begeistern, aha, ich verstehe schon. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Ach, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, Bro. Aber wir überspringen ein bisschen. Wir werden nämlich das Spiel ja auch irgendwann richtig spielen. Da müssen wir jetzt nicht jeden Quatsch lesen. Denn wir wollen zocken. Wir wollen einfach zocken. Dr. Reese to learn how to cook. Okay. Da werden wir kochen lernen. Aber viele schlafen auch noch, ne? Ist ja bei Dream Valley auch so, wie ich mitbekommen habe. Dann gehen wir erstmal hier hin. Alter. Ich hoffe, die tun mir nichts. Also eine Rauchbombe. Egal, ich lasse sie erstmal. Ich lasse die Käfer erstmal. Was? Warte mal. Was? Würzsprossen. Oh, der leuchtet. Warte mal. Der scheint selten zu sein. Ey. Ich dachte, ich kann die jetzt sammeln. Nicht? Schade. Schade, schade. Ich dachte, ich kann den jetzt einsammeln. Aber wir sammeln hier die leuchtenden Gewürze ein, weil die scheinen leicht selten zu sein. Wenn ich schon hier bin. Was es mit diesen leuchtenden Bäumen auf sich hat, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür müssen wir irgendwie stärker werden. Okay, die schläft. Oder kann ich die eventuell besuchen? Das Treehouse. Oh wow, didn't expect you.
Wochen. Wie gesagt, wir überspringen ein bisschen, ne? Ich kann es einmal für euch so lassen, dann könnt ihr nämlich selber einmal ein bisschen lesen, wenn ihr unbedingt wollt. Aber mir geht es eher darum, einfach die Mission schnell an, damit wir den Kram so oder so selber lernen. Dann schauen wir, was jetzt am nächsten ran ist, ja? Ich würde sagen, gehen wir zu den guten Kollegen. Also wie wir jagen, wissen wir schon und so, das haben wir uns alles schon selber angeeignet. Dann gehen wir zu... Oh! Das war ein Move. Und sammeln hier auf dem Weg immer so ein bisschen Kram ein. Hä? Habt ihr es gesehen? Naja. Ist ja auch egal. Ich würde sagen... Okay, wir kriegen keinen Fallschaden. Dann haben wir es auch schon mal getestet. Wasserströmung? Schwimmen? Nee. Alles klar, warte mal. Werden wir bestimmt brauchen zum Kochen und so. Und ich habe Stufe 2 erreicht. Kriegen wir dann mehr Material, wenn wir sammeln? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und hier ist auch jemand zum Quatschen. Ey, so viel Kram, Leute. Ich glaube, aus der Beta, da werden wir ziemlich viel zocken können. Also noch ziemlich viel sehen. Ach du. Good to see you. Aufzubauen ist wirklich großartig. Komm, ich überfliege das so ein bisschen. Okay, also ich kann Bretter herstellen, aber das kostet Geld. Einfach Sägemühle. Ich habe aber kein Geld. Sachen verkaufen. Und ich habe hier Knoblauch mit einem besonderen Rang. Wer ist denn, wenn ich ein so ein Ding hier... Kann ich hier nicht verkaufen, okay. Take care. Alles klar. Dann sollten wir erstmal zu ihm. Speak quickly. Aha. Also ich habe aber schon Ansehen bei ihm bekommen. I suppose we'll cross paths sooner or later. Ah, der... Irgendwann wird er uns schon mögen. Irgendwann wird er uns mögen. Also, dann gehen wir... Hier haben wir noch eine Quest beim... Zum Annehmen beim... Stall. Gehen aber erstmal hier hin. Also, wir müssen auf jeden Fall kochen lernen und... Viel Verschiedenes. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal alle Missionen an. Und dann werden wir nach und nach alles abarbeiten. Aber sammeln haben wir schon auf Stufe 2. Und werden wir höchstwahrscheinlich schneller... Beziehungsweise... Mehr Material rausbekommen. Schon mal gut. Und ich glaube, wir müssen hier oben lang, ja. Warte mal. Warte mal, warte. Oh, wir können klettern. Genshin Impact Style. Das ist cool, weil dann können wir nämlich auch an so Spots rankommen. Weil das scheint mir selten zu sein. Das ist definitiv Eisen. Oder Kupfer? Kupfer. Kupfer, ja. Sehr gut. Haben wir schon mal einen Brocken Kupfer, beziehungsweise 5 Brocken. Das könnte schon mal wertvoll sein, weil die anderen Spieler, die werden wahrscheinlich alles schnell abernten. Hier nicht der Weg zum Anfang? Nee. Ich glaube, hier geht es doch zu meinem Grundstück, ne? Badru, bei deinem Grundstück, ja. Alles klar. Hätte ich vielleicht doch erstmal kochen lernen sollen und so. Ich weiß es nicht, Leute. Wir haben so viel zu tun, aber wie gesagt, wir hätten es nicht. Wir werden richtig viel ausprobieren. Wir gucken, dass die ersten beiden Folgen direkt am ersten Tag online kommen. Ah, du zeigst mir jetzt, wie ich anbaue, ne? Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname. Bleiben wir damit ein bisschen? So, wir überspringen ein bisschen, ja? Wir werden lernen... Erde und Hacke. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Alles klar. Ja, wir machen einfach Learning by Doing, ja. Kann ich auch hier? Nein. Das machen wir schon hier. In diesem Gebiet.
Okay, ich hätte doch mir das Tutorial richtig durchlesen sollen. Erde. Okay, kann ich da so oder so nicht platzieren? Eigentlich müsste ich mir eher hier hinten irgendwas frei machen, ne? Ich will es jetzt nicht überall reinquetschen. Deswegen, wir machen das einmal hier in die Ecke erstmal. Wir snappen direkt rein. Oh nein. Okay, doch. Habe ich richtig gemacht. Sehr gut. Okay. Talk to Reef to learn how to cook. Stelle den Boden. Ich glaube, ich muss den jetzt erstmal auflockern, ne? Sagen, ich mache das richtig. Aha. Und da ist eine Vase, oder? Warte mal. Machen wir mal alle Felder frei, aber hier? Ja. Kupfererz. Aha. Okay, ich verstehe das Prinzip langsam. Deswegen sagt ja Leute, manchmal muss man einfach nur machen, dann lernt man schon. Wir können jetzt ziemlich viel ready machen. Aber das ist gut. Sehr gut. Aber es wäre schön, wenn wir wieder Tag haben, ne? Und ich finde das cool, wie die Textur mitgeht. Los. Boah, wir haben jetzt das erste Feld erstmal. Nee, oder? Boah, da, okay, das nimmt schon gut Zeit. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Wird sich definitiv lohnen. So. Sehr gut. Das machen wir. Das kriegen wir doch gut hin. Für den Anfang doch gar nicht so schlecht. So. Dann haben wir gleich alle fertig und können wir schon mal einpflanzen. Sehr schön. Aber so Material zum Einpflanzen habe ich, glaube ich, noch nichts, ne? Das bekommen wir jetzt wahrscheinlich. Und hab ich's gut gemacht. So, ich habe jetzt Zwiebelsamen, Karottensamen bekommen. Das ist schön. Und bis zum nächsten Mal. Ich kriege am Anfang hier gut Hilfe von den Leuten, ne? Echt nett. So, ich weiß nicht, ob wir die beisammen machen. Ich würde sagen, wir machen das lieber getrennt. Nicht, dass die irgendwie Probleme haben, wenn die nebeneinander wachsen. Okay. Und jetzt soll ich die bewässern mit der Gießkanne. Dann machen wir das. Gedrückt halten. Empty. Krieg ich Wasser her? Haben wir hier... Aha, warte mal. Ein Moment. Alles klar, so fülle ich auf. Das ist cool. Pilze, die sammle ich später mal ein. Aha. Und auch gleichzeitig... Weiß ich, wenn ich das hier rüber trampel, ob das schlimm ist? Ich würde sagen, nein. Was, wenn wir jetzt auf Untersuchen gehen? Alles klar, dann sehen wir nur, was genau da drin ist. Das ist cool. Das gefällt mir. Und das letzte. Bams, fertig. Das nächste muss ich die einfach ernten. Sind noch nicht fertig, oder? Oder wenn ich jetzt auf die Hacke gehe? Mach ich es wahrscheinlich nur kaputt, ne? Müssen wir wahrscheinlich warten. Alles klar, das heißt, das haben wir schon mal ready. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Haben wir einen neuen Kram gelernt? Ja, wir können Pfeilspitzen und diese Rauchbomben machen. Ich würde sagen, wir stellen mal direkt ein paar her. Weil davon kann man, glaube ich, nicht genug haben. Okay. Und was ist hier jetzt mit dem Zelt hier? Drin schlafen kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ich sammle mal einen Pilz, weil ich würde ganz gerne mal ausprobieren. Wenn ich jetzt einen sammle, kann ich den essen?
Fokus. Was bringt mir Fokus? Okay, in unserem Gebiet haben wir anscheinend ganz normal Stein und so ein Kram. Ich glaube, wir können hier erstmal nichts machen. Also Insekten fangen sollen wir. Und kochen lernen. Das werden wir auf jeden Fall als nächstes im Angriff nehmen, Leute. Aber ansonsten, bis jetzt echt cool. Gefällt mir. Aber ich sollte auf jeden Fall mal mein Grundstück demnächst einmal komplett befreien. Also komplett alles abholzen, so damit wir da genug Platz haben. Das Material werden wir ja so oder so früher oder später brauchen. Schauen wir mal, was am nächsten ist. Grease. Okay, das heißt, allererstes werden wir lernen zu kochen. Kann schon nicht verkehrt sein. Ich esse mal dieses Fleisch hier. Weiß nicht, was Fokus bringt, Leute. Kann ich euch nicht sagen. Fokus erhöht die gewonnene Erfahrung. Ganz aus welcher Quelle? Ah! Okay, hat es dann erledigt. Dann würde ich sagen, dann hauen wir uns nochmal vielleicht so ein Knoblauch hier rein. Mit mehr Erfahrung ist immer gut. Das ist gut. Also den Balken sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen gefüllt halten. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber jetzt lernen wir erstmal kochen. Hier? Echt? So much to do, so little time. Du bist Reese. Neuling, ja. Wir überspringen das ein bisschen, tut mir leid. Wir chatten erstmal ein bisschen. Bisschen Pluspunkte sammeln. Kannst du mir was beibringen? Also. Angenommen. Komm, ich schenke dir so eine Zutat hier. Alright. Break's over. Alles klar. Stell ein Lagerfeuer her. Aber wo? Wie stelle ich ein Lagerfeuer? Kann ich das auch hier irgendwie im Inventar machen? Hier. Festungspaket, aber ich habe noch kein Geld, ne? Muss irgendwie mal schauen, dass ich auch mal was verkaufen kann. Ich würde ganz gern wissen, sammle ich dann schneller oder so? Karte? Also angeln sollten wir auch lernen. Gehen wir nochmal hier kurz hin. Wir haben jetzt echt viel zu tun. Ich kann auch eine Gemeinschaft gründen. Interessant. Alles klar. Das Lagerfeuer. Wo stellen wir das her? Fragen über Fragen. Geld habe ich ja noch gar keins, ne? Einfach mal schauen, wo man irgendwie was verkaufen kann. Aber wir gehen jetzt erstmal fischen, bisschen angeln, weil Fische können bestimmt auch Geld bringen. Ja, sehr viel zu tun, Leute. Alles irgendwie gerade durcheinander, aber es wird sich nach und nach schon alles irgendwie von alleine ergeben. Erstmal alles so ein bisschen lernen und dann jede Mission abarbeiten. Aber erstmal angeln. Angeln kann nicht verkehrt sein. Und jagen zwischendurch kann auch nicht verkehrt sein. Alter, erwischt. Ich bin Meister. Ich bin wahrer Meister. Mir leid um die Tiere, aber so ist es nun mal. So ist es leider nun mal. Genau, ich wollte hier auch mal. Gehen jetzt. Tatsächlich. Mein erstes Insekt in Schmetterling. Ganz ruhig. Die muss ich doch auch irgendwie fangen können. Aha. Aha. Wusste ich's doch. Dann gehen wir jetzt aber erstmal angeln. Ach, mit dir? Oh, I did not see you there. Ja, du bist ja auch ziemlich groß. Und chatten. So. Und Mission einfach annehmen. The conversation has now ended. Goodbye. Okay, schnell Lagerfeuer. Warte mal, ich muss doch schon echt viele Missionen haben, oder?
Angeheftet, Fähigkeiten. Ein Fisch. Gut, wir testen. Hier geht über Studieren. Hier. Hier irgendein Symbol sein. Wahrscheinlich ja. Da hinten sehe ich nämlich was. Okay, wir laufen. Doch nicht unter Wasser. Wir haben dann Probleme. Rennen wir schnell zu der Stelle, bevor uns das jemand wegklaut. Dann angeln wir mal den ersten Fischi. McFish. Und perfekt rein. Okay. Wir müssen einfach warten. Okay, es war, glaube ich, zu früh. Das war eindeutig zu früh. Wir müssen ein bisschen warten. Komm schon. Knabber ein bisschen. Okay. So. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Interessant, okay. Ich hätte ihn schon fast verloren. Geil. Was? Okay, also ein Aquarium. Kann ich die dann züchten? Okay, wir haben auch die Mission hier. Auni, sollen wir auch zurückkehren? Alter, wir haben viel zu tun. Wir gehen erstmal hier abgeben. Er wird auf jeden Fall happy sein, dass ich es geschafft habe. Okay, Schmuck. Das ist charmant. Ja, einen Fisch habe ich gefangen. Und Ansehen bekommen ungegrillten Fisch. Das ist gut. Das ist definitiv gut. So viel Mission, ne? Okay. Gehen wir jetzt als nächstes hier hin, damit wir ein Haus bekommen. Aber wozu habe ich dann mein Zelt? Wozu habe ich dann ein Zelt, Leute? Und ich würde viel lieber eine Tasche kriegen, weil ich habe kaum Platz, ja? Tasche wäre mir gerade irgendwie lieber. Hallo, stehen bleiben bitte. Zum Bürgermeister. So, erstmal ein bisschen chatten, ein bisschen Schleim. Genau, ein bisschen schleimen. Schleim ist immer gut. So, ich will ein Haus haben, ja. Zu Tisch. Also sehr viel Rumlauferei, Leute. Oh. Wer bist denn du? Warum gibt es hier aber keine Menschen? Ich verstehe es nicht. Gerade eingezogen. Ist ein Crush auf mich? Bitte ja. Labern mit der. Immer Pluspunkte sammeln, Leute. Immer Pluspunkte sammeln. Okay. Wir haben direkt Sachen gelernt durch sie. Wie wir Sachen herstellen, Tische und alles. Das ist cool. Wir gehen jetzt zu Auni, weil wir Insekten gefangen haben und dadurch wahrscheinlich auch Belohnungen kriegen. Würde ich mal tippen, ne? Würde ich mal sagen. Bist du stolz auf mich? Gute Arbeit, ja. Milch. Warum kriege ich Milch? Aber egal, nehme ich gerne an. Bis gleich, ich höre nur Geräusche ohne Ende. Okay, ich würde sagen, als nächstes müssen wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer herstellen und uns Sachen herstellen. Und dann werden wir demnächst auch mal, oder wir werden einmal ganz kurz hier einmal abchecken, im Store. Kann ich bei dir was verkaufen?
Ich würde aber gerne nicht alles verkaufen. Ah, super, okay. Schon passiert. Kann ich nämlich hier auch Sachen kaufen. Holzsamen. Okay, das klingt interessant. Vielleicht sollte ich doch noch irgendwie irgendwas verkaufen. Ilch. Ein Fisch noch und die Steine. Fleisch verkaufe ich auch mal. Baumwollsamen. Sehr schön, weil dann kann ich nämlich direkt noch mal was einpflanzen, wenn es zurückgeht. Was hat hier noch? Wurm. Was ein Wurm bringt. Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.